die Anfahrt zur Tamborello-Kurve in Imola. Bis heute ist die Unfallursache nicht restlos geklärt. Gebrochene Radaufhängung, Druckverlust im Reifen, Konstruktionsfehler, viele Vermutungen, eine traurige Tatsache. Ayrton Senna ist tot. In den Herzen vieler lebt die Erinnerung weiter. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Es war einer von den Momenten, wo du als Fernsehzuschauer ein großes Drama miterlebst. Und zwar so, als bist du mittendrin und ein Teil davon. Ein absolut spezieller Moment, vergleichbar mit 9/11 oder vor kurzem Notre Dame. Notre Dame, to a certain degree, that's one of those moments. Er war einer meiner großen Helden, als ich aufgewachsen bin. Sein Können als Rennfahrer war außergewöhnlich, aber auch sein Auftreten abseits der Strecke einzigartig. Er war ein großzügiger und netter Mensch. Er hat so viel für sein Land getan und er wird jetzt noch schmerzlich vermisst. Was ich an ihm bewundert habe, war seine Präsenz auf der Strecke und im Privatleben. Unglaublich, wie er von den Menschen geliebt und bewundert wurde für das, was er gemacht hat. Aber wenn er im Auto gesessen ist, war er gefürchtet und gar nicht mehr so nett. Abseits der Strecke war er sanftmütig, im Auto dann das komplette Gegenteil. Er ist die größte Ikone, die wir in diesem Sport haben. Ein bemerkenswerter Individualist, ein Anführer und ein Meister seines Faches. Ayrton Senna ist Mitte der 80er Jahre der aufstrebende Fahrer. 1984 zeigt er der Welt im unterlegenen Tolman sein Können und wird im Regenchaos von Monaco hinter Alebrons Zweiter. Die erste Begegnung der beiden in den Top 3. 1985 in Estoril gewinnt er mit 25 Jahren im Lotus seinen ersten Grand Prix. Der Brasilianer kommt zu McLaren. Senna und Prost werden Teamkollegen und erbitterte Gegner. 1988 holt Senna den ersten seiner drei WM-Titel. Im Jahr darauf erfährt das Duell mit Alain Prost seinen ersten Höhepunkt. Senna über die Kerben und da kommt es jetzt zu einer Kollision. Suzuka ein Jahr später, die Revanche von Senna. Der Abschuss mit Ansage macht diesmal den Brasilianer zum Weltmeister. Trotz dieser Aktion wird Senna zum Liebling der Medien und der Fans. Zu Gerhard Berger entwickelt sich in der gemeinsamen Zeit bei McLaren eine Freundschaft. Der 1. Mai 1994, ein schwarzer Moment in der Formel 1. Am Tag davor verunglückt der Österreicher Roland Ratzenberger tödlich. Ayrton Senna geht schwer geschockt an den Start. Der Rest ist traurige Realität. Ja, Gerhard, was geht da durch den Kopf? Zum einen, wenn du die Bilder zum x-ten Mal siehst, vom Imola-Wochenende zum anderen, aber wenn du dich da siehst mit dem Ayrton auf dem Motorboot, glaube ich, was? Welche Erinnerungen kommen? Ich erinnere mich gerne immer an die Zeit, weil er dann war dann natürlich ein guter Freund und wir sind viel miteinander unterwegs gewesen. Und ich muss auch sagen, auch wenn ich es wirklich ganz neutral betrachte, für mich war er dann der beste Rennfahrer, den ich gesehen habe. Aber ich glaube, er war überhaupt der Beste, den die Formel 1 gesehen hat. Der war einfach unglaublich. Das Rennen, was wir vorher gesehen haben, im Regen da in Estoril und so, der war wirklich bei diesen Bedingungen in ein anderer, auf einem anderen Niveau von allen von uns. Und er war halt ein besonders ausgeschlafener Straßenkröter, ja, der in Brasilien irgendwo aufgewachsen ist, der wirklich alles beherrscht hat, clever war, die Fäden alle gezogen hat. Also wenn das Rennen losgegangen ist, hat er eigentlich schon die Hausaufgaben so gemacht gehabt, dass du eigentlich keine Chance mehr gehabt hast. Ja. Also wirklich ganz ein besonderer. Das wäre was, wenn wir ihn kurz runterholen könnten. Das wären seine Verhältnisse heute gewesen, oder?
Ja, da hätte ich jetzt die Aussage vorher ein bisschen anders getroffen, weil ich gesagt habe, es gibt mehrere. Und ich habe gesagt, nein, einer steht das Ding dann noch sowieso auf Pol. ich muss auch noch dazu sagen, er dann ist gestorben dann im Williams und das Auto hat noch nicht funktioniert bei den ersten zwei Rennen. Zwei Rennen später hat es dann funktioniert, haben sie aerodynamisch diesen Notarm. Und da ist dann der Williams die nächsten fünf Jahre das dominierende Fahrzeug gewesen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass er dann da drinnen gesetzt wäre, dann hätte man auch statistisch gesehen hundertprozentig den Mann von uns, der die meisten Weltmeisterschaften gewonnen hat. Also dann wäre es nicht der Michael Schumacher, sondern Ayrton Senna. Teilst du diese Ansichten, der Beste aller Zeiten, der Beste bisher in der Formel 1-Geschichte? Ich kann dem sicherlich nicht widersprechen. Ist immer eine äußerst schwere Frage, wer wirklich der Allerbeste ist. Da gibt es aber dann auch nur wenige zur Auswahl. Und da ist Ayrton Senna natürlich ganz dabei und zu Recht dabei, denn er war nicht nur von den Rundenzeiten her, von den Niveaus, die er eingeführt hat, wie ein Fahrer arbeitet, wie er mit dem Team umgeht, sondern auch, er war gravitating, wie sagt man das auf Österreichisch, anziehend. Mhm. Ja. Und er hat die Energie angezogen, er hat die Sympathien der Teams angezogen und dementsprechend verdient er sich diesen Platz, diese Aussage, dass er der Allerbeste aller Zeiten ist. Mit Sicherheit. Also widersprechen kann ich auf keinen Fall. Ja, trotz aller Freundschaft, trotz aller sportlicher Wertschätzung, hat es dich dann und wann genervt, dass er da sportlich auch im Weg gestanden ist? Naja, klar. Also ich muss mal sagen, ich habe die Nummer total unterschätzt. Ich habe es in meiner Karriere immer so gehabt, dass ich irgendwann mich immer durchgesetzt habe gegen meinen Teamkollegen auf die eine oder andere Art und Weise. Und es ist mir immer relativ leicht gefallen. Es ist immer, ich hab da eigentlich nie so richtig viel Disziplin einsetzen müssen, Ehrgeiz einsetzen müssen. Es ist eher übers Talent gegangen. Und da, wie ich die Entscheidung getroffen habe, zu McLaren gehen, habe ich keine Sekunde daran gezweifelt, dass das dort auch wieder so sein wird. Ich habe aber dann nach ein paar Rennen gesehen, dass ich es da mit einem ganz anderen Kaliber zu tun habe, als wie in der Vergangenheit. Mhm. Und dass man das auch schwer aufholen kann. Der ist halt einfach seit seinem vierten Lebensjahr am Kart gesessen und hat intensiv an seiner Karriere gearbeitet, hat nichts dem Zufall gelassen. Und wie der Alex gerade gesagt hat, der hat das Klavier wirklich überall beherrscht und hat einen Charme gehabt, hat die Leute mitgezogen, hat das Team sofort hinter sich gehabt. Also ich habe ihn studiert, habe dann relativ schnell gesehen, es gibt eigentlich keine Schwächen bei den Burschen. Und das hat mich genervt, aber dann habe ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt und habe gesagt, wenn jemand so gut ist, wie der ist, dann verdient er sich das auch. Mhm. Dann kann man nur jeden Tag an sich selbst arbeiten und versuchen, das eine oder andere Rennen ihn schwer zu machen, das eine oder andere Qualifying ihn zu schlagen. Ist dann auch ein schöner Moment, aber in Summe wirst du ihn nicht schlagen. Und natürlich war das für mich eine grausame Erkenntnis, weil ich wollte eigentlich auch Weltmeister werden. Und da ist mir natürlich der ja dann sicherlich ganz breit im Weg gestanden. Aber noch einmal, er hat es verdient, er war Sonderklasse und so wollen wir ihn auch erinnern. Gerd, es gibt natürlich viele Anekdoten aus eurer Zusammenarbeit, aus eurer Freundschaft, aber eine wird immer und immer wieder strapaziert, der Helikopter, wo dann der Koffer rausgeflogen ist. Joe Leverer hat dann gesagt, wer sich da im Laufe der Jahre und Jahrzehnte aller in der Historie hineinreklamiert hat, in den Helikopter, so viele Leute haben gar nicht Platz gehabt. Wer war jetzt tatsächlich drin und wie war die Geschichte? Ja, ich glaube, der Joe war aber drin. Der Joe war drin, ja. Aber er hat gesagt, dass die Geschichte erzählen so viel, dass sie alle, ich weiß nicht mehr genau, wie ich drinnen war, ja, aber ich glaube, ich war drinnen. Ja. Er, dann ich, die Lisa Dennis, die Frau von Ron Dennis, der Helikopterpilot, ja, und das war's dann. Und der Koffer. Und der Koffer. Der Koffer war nur eine Zeit lang drinnen. Dann rausgeflogen. Dann ist er irgendwie rausgefallen. Ja. Tür aufgegangen. Aber ich sage immer, wir haben so viele so lustige Geschichten gehabt und es ist ja ganz lustig, darüber zu plaudern, aber es... Mir ist es schon wichtig, auch wieder an die Zeit zu erinnern, wie hart der Rennsport dort einmal auch war. Ja? Mhm. Weil wir haben dort keine Auslaufzonen gehabt. Wir haben dort einfach wirklich schwereste Unfälle gehabt. Und wir haben dort in Qualifying ohne Traktionskontrolle, ohne Servos und was weiß ich was, mit 1400 PS uns wirklich am Limit bewegt. Und wenn ich mir gerade da runterschaue auf die Schönbrück gerade, wenn da mit 1400 PS runtergekommen bist, da hat sich richtig was abgespielt. Und da vorne war keine Auslaufzone, sondern da waren drei so Fanggitter und dann war dahinter war der Friedhof. Also das waren schon Zeiten, wo wir uns mit so Späßen ein bisschen Galgenhumor, wenn man so will. Ja. Aber es war eine super schöne Zeit.